möchte noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir dürfen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, auch schon für all das, was wir jetzt hören und sehen durften, Herr. Und so wollen wir dir auch weiterhin diesen Gottesdienst anbefehlen, ja, dass es ein Weihnachtsgottesdienst sein darf, Herr, ja, nach deinem Wohlgefallen und zu deiner Freude, Herr. Und ich bitte dich, nimm du alles Störende hinweg, öffne du unsere Herzen, dass wir auch bereit sind, auch für das weitere Programm, Herr, für deine Botschaft, für die folgenden Lieder, Herr, und für diese Gemeinschaft im Aufblick auf dich, in der Gewissheit, du bist ein lebendiger Gott. Du bist Mensch geworden, du bist mitten unter uns, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wir haben es eben in diesem Lied ja auch gehört und auch das Thema dieser Botschaft, fröhliche Weihnachten. Und so steht es ja auch auf vielen Weihnachtskarten geschrieben und so sagt und wünscht man es dem einen und anderen ja auch mündlich. Und tatsächlich ist jetzt dieser Wunsch, fröhliche Weihnachten, ja auch noch ziemlich unverfänglich. Das heißt, geschlechtsneutral, politisch, zumindest mal nicht unkorrekt. Ja, damit tritt man niemandem auf die Füße. Und selbst Nichtchristen, ob die jetzt Weihnachten feiern oder nicht, darf man noch ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen, ohne gleich angespuckt zu werden. Und allein schon die Tatsache, dass man wieder mal ja ein paar freie Tage hat, das allein ist ja schon Grund zur Freude und zur Fröhlichkeit. Gut, manch einer, der wird zwar erst nach dem vierten Glas Wein mal ein bisschen locker und fröhlich, ein anderer nach einem richtig guten, fettigen Essen, ja, und so einem kleinen Absacker hinterher. Kinder vielleicht auch erst nach der Bescherung. Und wenn der Besuch endlich weg ist. Naja, und die ganz Sportlichen unter uns spätestens beim Après-Ski. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, um fröhliche Weihnachten zu verbringen. Und doch sind zugleich etliche Menschen alles andere als fröhlich. Wenn so manchen Ortes unter Kerzenschein und herrlichen Düften fröhliche Weihnachten gesungen wird. Menschen, die verfolgt und ausgegrenzt werden, aus welchen Gründen und wo auch immer. Menschen, die in finanziellen oder gesundheitlichen Nöten stecken. Menschen, die unter Einsamkeit leiden, ja, die eben nicht froh sind, wenn der Besuch endlich weg ist, sondern froh und dankbar wären für jeden Besuch und für jede Einladung. Oder auch Menschen, die einfach keinen Sinn mehr in allem sehen und gerade an Weihnachten in noch tiefere Depressionen fallen. Vielleicht ist es auch das erste Weihnachtsfest ohne den Ehepartner. Das erste Weihnachten nach dem Tod seines geliebten Kindes. Oder das erste Fest im Pflegeheim. Oder denken wir auch an die Flüchtlinge, die jetzt fernab ihrer Heimat und womöglich ohne ihre engsten Familienangehörigen Weihnachten feiern. All diesen Menschen fällt es wahrlich schwer, hier mit einzustimmen, wie wir es gesungen haben. Ne? Fröhliche Weihnachten überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Und nur mal nebenbei bemerkt, haben wir eigentlich noch einen Blick auch für solch betrübte Menschen, ja auch in unserer unmittelbaren Umgebung? Und sollten nicht gerade wir uns auch dahingehend mal Gedanken machen, ja, wie wir solchen Menschen eine Freude machen könnten? Und ich stelle diese Frage jetzt einfach mal in den Raum und hinterfrage mich damit natürlich auch in erster Linie selbst. Nun, welcher Kategorie von Mensch Sie auch angehören mögen, so sei Ihnen jedenfalls allen gesagt, dass Weihnachten jetzt nicht ein Fest nur für die gesunden, starken, gut gelaunten, kaufkräftigen und selbstbewussten ist,
Weihnachten ist auch nicht dem Kommerz geschuldet, obwohl man mehr und mehr diesen Eindruck gewinnt. Und ja, auch wenn es Sie überraschen mag, Weihnachten zumindest mal richtig verstanden, hat noch nicht einmal etwas mit Religion zu tun. Denn das, was wir an Weihnachten feiern und das, woran wir an Weihnachten gedenken, nein, das gilt Ihnen. Das gilt Ihnen ganz persönlich und sollte Sie eigentlich ermutigen und fröhlich stimmen, wenn Sie denn richtig oder wenn Sie denn erfasst haben, was das Weihnachtsfest letztendlich überhaupt bedeutet. Aber worum geht es denn an Weihnachten? Nun, Feiertage sind doch in der Regel Gedenktage. Und nicht umsonst feiert man beispielsweise hier in der Schweiz ja mit Inbrunst und großer Hingabe den 1. August. Ne? Im Gedenken an, nun, das wissen Sie besser als ich. Was wir in Deutschland feiern, das ist noch nicht ganz definiert und ändert sich auch alle 20 Jahre. Und vielleicht feiern wir ja bald die Eröffnung des Berliner Großflughafens. Ja, und die Atheisten wiederum, die feiern den 1. April, ne? Den Tag der Narren. Und so hat jeder seinen Gedenktag. Aber an was? An was soll an Weihnachten gedacht und an was soll an Weihnachten erinnert werden? Nun, schlagen wir doch endlich mal die Bibel auf. Matthäus Kapitel 1. Ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit für diejenigen, die Freude haben, mitzulesen, mit aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 1 ab Vers 18. Matthäus Kapitel 1 ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi, aha, da haben wir es also schon mal, darum geht es, daran gedenken wir. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also hier müssen wir im Übrigen jetzt gar nicht drüber diskutieren, ob es sich bei Maria um eine junge Frau oder um eine Jungfrau handelt. Natürlich war Maria eine junge Frau, aber genauso auch noch Jungfrau. Der Zusammenhang und die Wortwahl, die lassen hier und auch an anderen Stellen gar keinen anderen Schluss zu. Wie heißt es hier? Als Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, ja, das heißt, noch ehe sie miteinander geschlafen haben, noch ehe sie miteinander Geschlechtsverkehr hatten, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wurde. Wohlgemerkt vom Heiligen Geist. So wie es der Engel ja dann auch nochmals betont, ne? Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also nicht vom Josef, auch nicht vom Anton, nicht von einem geheimnisvollen, unbekannten Dritten und auch nicht aus dem Reagenzglas. Und Josef, der gerecht und gottesfürchtig war, so wie es hier auch geschrieben steht, ja, der gedachte ja sogar, sie heimlich zu verlassen, da er ja wusste, dass das Kind unmöglich von ihm stammen konnte. Und im Übrigen war das Verhalten von Josef, seine Verlobte jetzt heimlich ohne großen Aufsehens zu verlassen, sogar ein Beweis seiner Liebe und Güte. Denn vom Gesetz, von der Zeit und von der Kultur her, oh, da hätte man Maria zumindest mal bloßgestellt, mit Schande überhäuft, ausgegrenzt und im schlimmsten Fall
sogar gesteinigt. Und genau das wollte Josef seiner Geliebten Maria ersparen. Aber das nur mal nebenbei. Kommen wir zurück auf die Geburt des Herrn Jesus zu sprechen, derer wir heute an Weihnachten gedenken, auch wenn Sie mit Ihren Gedanken vielleicht schon bei der Bescherung sind. Vor etwas mehr als 2000 Jahren, ja, da ist schier etwas Außergewöhnliches und zugleich eminent Wichtiges passiert. Etwas Einmaliges, Großartiges, Weltumspannendes und etwas, was menschlich gar nicht zu verstehen und nur im Glauben zu erfassen ist. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der alleiniger und einziger Gott ist, kam auf die Erde hinab und wurde Mensch. Lesen wir, wie auch Maria zuvor ein Engel erschien und die Geburt des Herrn Jesus ankündigte. Wir finden das im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Lukas, Kapitel 1, ab Vers 26. Lukas 1, ab Vers 26. Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und diese Bezeichnung hier aus Vers 32, Sohn des Höchsten, er wird Sohn des Höchsten genannt werden, ja, das kann man im Übrigen auch mit derselbe wie übersetzen, ja? Derselbe wie der Höchste, er wird genannt werden, derselbe wie der Höchste. Und das wiederum besagt, dass dieses Kind, das da geboren werden soll, Gott dem Allerhöchsten gleich sein wird. Derselbe wie Gott, ein Abbild oder eine Kopie dessen mit denselben Eigenschaften. So wie es auch später im Hebräerbrief in Bezug auf den Herrn Jesus bezeugt wird, in Hebräer Kapitel 1, Vers 3, ich lese uns das, dieser, also der Herr Jesus, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und der Ausdruck oder Abdruck seines Wesens. Und im Philipperbrief, da lautet es wie folgt. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Philipper 2, Vers 6, Vers 7. Der, also auch hier geht es um den Herrn Jesus natürlich, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Ja, mit anderen Worten, vor seiner Menschwerdung war der Herr Jesus in der Gestalt Gottes, Gott gleich. Wohlgemerkt, nicht göttlich, sondern Gott gleich. Und das wäre doch jetzt bei einer normalen Geburt, ne, wenn jetzt Josef oder auch wer auch sonst auch immer tatsächlich der leibliche Vater des Herrn Jesus gewesen wäre, doch gar nicht möglich. Völlig undenkbar. Das heißt, wer die Jungfraugeburt leugnet, der leugnet somit auch, zumindest mal konsequent zu Ende gedacht, somit auch die Gottheit des Herrn Jesus. Denn das eine bedingt das andere. Und das sollte zu denken geben, wenn sogar hohe kirchliche Würdenträger die Jungfraugeburt in Frage stellen und umdeuten. Denn damit stellt man das Wort Gottes in Frage und somit Gott selbst. Der Apostel Johannes jedenfalls,
der Augenzeuge des öffentlichen Auftretens des Herrn Jesus werden durfte, der bekräftigt die Gottheit des Herrn Jesus und somit auch die Jungfraugeburt, so unter anderem im ersten Johannesbrief mit folgenden Worten, gleich zu Beginn seines ersten Briefes, 1. Johannes Kapitel 1, die ersten beiden Verse, da schreibt Johannes folgendes. Erster Johannes Kapitel 1, Vers 1, Vers 2. Was von Anfang an war, von Anfang an, also bereits vor Erschaffung der Welt, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, das Leben ist erschienen, das heißt Gott selbst. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war, nämlich Gott gleich in der Gestalt Gottes und uns erschienen ist in Jesus Christus, die Menschwerdung Gottes. Und im selben Brief schreibt dann Johannes weiter in Kapitel 5, Vers 20, ein ganz interessanter Vers, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Ja, und jetzt frage ich Sie, ja, wer ist denn der Wahrhaftige? Ja, das ist doch Gott, ja? Der allmächtige, souveräne, heilige Schöpfer der Himmel und Erde. Das ist der Wahrhaftige. Und diesen wahrhaftigen Gott, den können wir nur in Jesus Christus erkennen. Ja? Ich will es mal so darstellen. Ne? Hier, Gott, der Schöpfer der Himmel und Erde, der Wahrhaftige. Und Johannes sagt hier, diesen wahrhaftigen Gott, den können wir nur in Jesus Christus erkennen. Er hat uns ihn kundgemacht. Er hat uns dahingehend das Verständnis geschenkt, ja, Gott überhaupt zu erfahren, überhaupt zu wissen, wer Gott ist und was es mit diesem Gott auf sich hat. Das heißt, ohne Jesus Christus werden wir den Wahrhaftigen, werden wir Gott niemals erkennen, niemals erfahren. Und wir sehen, wie Johannes hier eigentlich unterscheidet zwischen dem Vater, dem Wahrhaftigen und seinem Sohn Jesus Christus, der uns den Wahrhaftigen kundmacht, auf ihn hinweist, ihn uns offenbart. Aber dann weiter, im gleichen Vers, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, weil das ist nur die eine Seite. Dann fährt Johannes weiter fort, nochmals, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt dieser, das heißt der Herr Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Haben wir das verstanden? Johannes erscheint sich doch zu widersprechen, indem er zunächst den allmächtigen Schöpfer Gott als den wahrhaftigen bezeichnet und dann im selben Atemzug den Herrn Jesus als den wahrhaftigen Gott betitelt. Aber was für unsere Ohren wie ein Widerspruch klingt, ja, das ist gar kein Widerspruch, sondern das bekräftigt eben diese Tatsache. Jesus ist der Sohn Gottes und zugleich Gott selbst, der Wahrhaftige. Vater und Sohn offenbaren sich hier als eine Einheit, die ja gar nicht voneinander getrennt werden kann. Und deswegen kann der Herr Jesus ja auch niemals losgelöst von seinem Vater einen irdischen Vater gehabt haben. Ist ja gar nicht möglich. Wer lehrt, dass Maria keine Jungfrau gewesen sei, als sie den Herrn Jesus geboren hat?
der steht somit meilenweit, aber auch wirklich meilenweit außerhalb der biblischen Wahrheit. Und er sollte sich für das nächste Krippenspiel freiwillig als Esel zur Verfügung stellen. Das war jetzt nicht nett. Aber ich will damit einfach nur betonen, die Tatsache der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus ist ohne die Jungfraugeburt gar nicht möglich. Das heißt, das beinhaltet also jetzt kein Randthema, da müssen wir uns nicht unterhalten und diskutieren wegen einer Übersetzung, ne, ob junge Frau oder Jungfrau. Nein, das ist kein Randthema, sondern eine zwingende, heilsnotwendige, zwingende Notwendigkeit. Und das muss man jetzt auch nicht verstehen. Biologisch kann man das ohnehin nicht erklären, aber darüber darf man sich von ganzem Herzen freuen. Ja, über dieses Wunder. Ja. Und sowohl Paulus, der den Philippern die Gottheit des Herrn Jesus bezeugt, als auch Johannes, der in all seinen Schriften die Gottheit des Herrn Jesus herausstellt, ja, die sind voller Freude über die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. So, dass Paulus den Philippern sagen konnte, freut euch im Herrn aller Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und Johannes, der bläst ins gleiche Horn mit den Worten, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, das ganze Evangelium, es ist eine Freudenbotschaft. Und nicht umsonst heißt Evangelium ja auch gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, ja, die gründet sich auf die Geburt des Herrn Jesus. Denn ohne diese gäbe es kein Evangelium und somit auch keinen Grund zur Freude. Und Maria, ja, die hat das erkannt. Maria, sie hat das erkannt und ist demzufolge ebenso voller Freude, wenn wir dann weiterlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Lukas Kapitel 1, nachdem ihr ja der Engel erschienen ist und ihr diese wundersame Geburt des Herrn Jesus ankündigte, da spricht Maria, Lukas Kapitel 1, Vers 46, Vers 47, da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Ja, hier, die Bibel, ja, die Heilige Schrift, das ist pure Freude für jeden, der daran glauben darf und dem Wort Gottes vertraut. Und selbst Josef, der ja zunächst unter Schock stand, ja, und gar nicht so recht wusste, wie ihm geschieht, als er von der Schwangerschaft seiner Verlobten erfuhr, der freut sich. Ha, der freut sich so, wie sich auch nur ein Mann freuen kann. Lesen wir Matthäus Kapitel 1, Vers 24, Vers 25. Matthäus Kapitel 1, Vers 24, Vers 25. Matthäus 1, Vers 24, Vers 25. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, das war eben, als der Engel ihm im Traum erschien, ja, da handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht. Ja, was heißt das, er erkannte sie nicht? War Maria jetzt voll verschleiert, hatte Pickel im Gesicht oder sonst was? Nein. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er rührte sie nicht an, ja, er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Merken wir? Kein Wort von Freude. Ich sagte ja, ne, Josef, der freut sich so, wie sich auch nur ein Mann freuen kann, ne? Nur keine Gefühle zeigen. Ein Mann bleibt ein Mann, knüppelhart und jederzeit Herr der Lage. Und zudem musste Josef jetzt diese ganze Angelegenheit ja auch erst einmal sacken lassen.
Dass eine Jungfrau schwanger wird, das kommt schließlich nicht alle Tage vor. Aber Josef, er war bei aller Irritation gottesfürchtig, gerecht, gehorsam und sicherlich froh und hoch erfreut darüber, dass kein anderer Mann im Spiel war. Und dass er seine heißgeliebte Maria sehr wohl jungfräulich heiraten darf. Oh ja, auch das macht einen Mann glücklich. Und er selber war garantiert auch noch unberührt, ja? Jungfräulich. Ja, und das ist wenigstens noch ein Mann. Treu, rein, pflicht- und verantwortungsbewusst, liebevoll und auf eine, wohlgemerkt, auf eine Frau fokussiert. Bei aller Liebe und sie natürlich ausgenommen. Aber das, was heutzutage durch die Gassen zieht, das sind mehrheitlich keine Männer mehr, sondern bestenfalls Kandidaten für die zweite Rolle im besagten Krippenspiel. Ja, das sind doch alles Egomanen, Angeber, selbstsüchtig, nur auf sich fixiert, gierig, auf ständige Befriedigung aus und verantwortungslos. Und vielleicht sollte man dahingehend tatsächlich ein drittes Geschlecht einführen, nämlich das Geschlecht der Waschlappen, die noch nicht einmal willens sind, Verantwortung für eine Familie zu übernehmen. Aber hier muss ich stoppen und mich darauf besinnen, dass wir heute Weihnachten feiern, und zwar sogar fröhliche Weihnachten. Also besinnen wir uns wieder auf das Wesentliche. Wer ist da Mensch geworden? Gott selbst. Die Herrlichkeit beim Vater verlassend, wo der Herr Jesus von Ewigkeiten her war, ohne Anfang und ohne Ende, kommt er auf die Erde hinab, erniedrigt, in Windeln gewickelt, ganz Mensch und doch auch Gott. Ja, hier hat sich etwas Einzigartiges, noch nie Dagewesenes, Atemberaubendes und Weltbewegendes ereignet. Und so heißt es ja auch in diesem Lied, fröhliche Weihnachten, ne? Denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Ja, das Licht kommt von Gott. Mehr noch, das Licht ist Gott. Und so hat das auch Johannes in seinem Evangelium beschrieben. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Ja, aber wandeln wir auch in diesem Licht? Oder lesen wir nur darüber? Haben wir das Licht erkannt? Oder tappen wir immer noch orientierungslos durch die Dunkelheit? Ja, bist du ein Erleuchteter, weil Christus in dir wohnt? Oder bist du ein Sklave der Finsternis und geistlich umnachtet? Und auch auf diesen Umstand geht Johannes hier ein, im selben Abschnitt. Ne? Johannes Kapitel 1, Vers 9 haben wir gelesen und in Vers 5, da heißt es ja, und das Licht leuchtet in der Finsternis, also inmitten der Welt. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 10, Johannes 1, Vers 10, praktisch das Gleiche. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Oho, haben wir gehört? Ein normales Kind? Eine normale Geburt? Er war in der Welt und die Welt ist sogar durch ihn geworden. Er ist Gott. Und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Welch eine Tragik, damals wie heute. Und gerade das Weihnachtsfest ist doch auch mit Lichtern verbunden. Ja, wir denken auch hier an diese wunderschönen Adventskerzen und weist auf das Licht hin, welches auf die Erde gekommen ist. Aber die Menschen begreifen es nicht. Das war damals so und ist heute nicht anders. Ja, für viele Menschen sind fröhliche Weihnachten ja doch nur eine Momentaufnahme.
Ein Fest nach dem Kalender, ohne jede Beziehung zu dem, um den es doch eigentlich geht. Wer jedoch weiß, dass Gott für ihn Mensch geworden ist, wer begriffen hat, was Gott für mich getan hat, ja, wessen Leben durch die Gnade Gottes verändert wurde, ja, der richtet sich doch nicht nur an den Kalender, sondern für den ist praktisch das ganze Jahr über Weihnachten. Und wenn das für Sie zutrifft, ja, dann ist das traditionelle Weihnachtsfest, so wie wir es jetzt diese Tage begehen, doch ja nicht nur ein Fest nach dem Kalender, sondern es ist ein Freudenfest. Ein Freuden- und ein Dankfest, in welcher Sie noch einmal ganz besonders daran gedenken, was Gott, der Herr, für Sie getan hat. In Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gott, sind wir erlöst, liebe Geschwister, ja? Teuer erkauft, aus dieser Finsternis herausgerissen und in das Licht hineinversetzt. Wir sind gerecht und freigesprochen. Ja, in Jesus Christus sind wir zur absoluten Fülle gebracht. Das heißt, es fehlt uns an nichts, zumindest mal geistlich betrachtet. So heißt es im Kolosserbrief, lesen wir das. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und Vers 10. Kolosser 2, Vers 9, Vers 10. Denn in ihm, also in Christus Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, ja, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Es fehlt uns an nichts. Wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Jetzt mag manch einer einwenden, oh, oh, Thomas, du hast gut reden. Dir geht es ja auch gut. Mir aber fehlt es sehr wohl an diesem und jenem. Und nicht nur an irgendwelchen Luxusgütern, oh nein, aber mir fehlt es an Gesundheit. Mir fehlt es an Arbeit. An einem Ehepartner und Familie. Mir fehlt es auch an Liebe, an Zuneigung, an Geborgenheit und auch an Freude. Aber genau deshalb ist Gott doch auch Mensch geworden. Er will dich trösten in deinem Leid. Er will sie ermutigen in ihrer Not. Er will dich stärken in deiner Schwachheit. Er will sie erfreuen in aller Traurigkeit. Und er will dich aufrichten in aller Niedergeschlagenheit. Er ist ihr Licht inmitten des Tunnels. Er schenkt dir Wärme inmitten einer kalten Gesellschaft. Er schenkt dir Geborgenheit, selbst in den einsamsten Stunden. Ja, er schenkt ihnen Liebe inmitten aller Herzlosigkeit. Und er will dich retten aus aller Verlorenheit. Titus Kapitel 2, Vers 11, ich lese es uns. Titus Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist sichtbar geworden. Das ist doch geschehen an Weihnachten. Daran gedenken wir. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Ja, wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun. Aber nur in seinem Sohn Jesus Christus ist diese Gnade Gottes sichtbar geworden. Ja, wir haben es mit einem barmherzigen Gott zu tun. Ja, aber nur am Kreuz von Golgatha in seinem Sohn Jesus Christus ist uns Gottes Barmherzigkeit widerfahren. Ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, der vergibt, mit einem vergebenden Gott. Aber nur durch das Blut des Herrn Jesus ist uns Vergebung widerfahren. Ja, wir haben es mit einem lieben Gott zu tun. Mehr noch, Gott ist Liebe. Aber nur in seinem Sohn Jesus Christus hat uns Gott diese seine Liebe erwiesen und offenbart. Weswegen hat sich Gott derart erniedrigt? Weshalb hat der Herr Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist Mensch geworden?
um ihnen seine Barmherzigkeit zu erweisen, um dir seine Güte zu offenbaren und um ihnen seine Gnade zu bekunden. Weswegen hat sich Gott derart erniedrigt? Wegen dir, wegen ihnen, wegen mir, um dich zu erlösen, um für sie beim himmlischen Vater einzustehen, um bei dir zu sein in der Not, um sie anzuleiten auf rechtem Wege und weil er dich liebt. Ja, ich könnte mir den Mund weiterhin fusselig reden bis heute Abend zur Bescherung, um ihnen zu erklären, wozu der Herr Jesus gekommen ist. Aber ich möchte es schlicht und einfach mit einem Wort erläutern, nämlich mit dem Wort Liebe. Und zwar aus Liebe zu ihnen. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ne? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so haben wir es ja auch gesungen in diesem Lied. Ja? Das Bekennen jeder muss. Christus kam für mich. Da sehen wir, wie persönlich das Weihnachtsfest eigentlich ist. Weihnachten ist kein biblisches Gebot. Da haben die Kritiker recht, ja? Nirgendwo werden wir aufgefordert, Weihnachten zu feiern. Aber Weihnachten ist eine wunderbare, schöne Gelegenheit, um auf den hinzuweisen und an den zu gedenken, der unser Retter ist und uns das ewige Leben schenken will. Oh ja, die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, das ist der Liebesbeweis Gottes an eine an und für sich verlorene Welt. Und es ist dahingehend das größte Geschenk, was einem Menschen überhaupt widerfahren kann. Gottes Gnade, Gottes Liebe in Jesus Christus. Und so heißt es im 1. Johannesbrief in Kapitel 4, ich fasse das mal zusammen, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10 und Vers 14, ich füge es zusammen, da heißt es, darin besteht die Liebe. Ja, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als das Sühnopfer für unsere Sünden. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Aber ist der Herr Jesus auch dein Retter? Bist du versöhnt mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Bist du im Reinen mit Gott und bist du dir dessen gewiss? Anders gefragt, ja, bist du bereit für die Ewigkeit? Weißt du, dass Gott dich liebt und auch mit dir zum Ziel kommen will? So wie es im Kolosserbrief ja auch geschrieben steht, Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden. Und man muss sich das einmal vorstellen. Wir werden nicht nur von irgendjemandem geliebt. Das allein ist ja schon gewaltig und sehr schön. Aber wir werden von Gott, dem heiligen, allmächtigen Gott, dem Schöpfer der Himmel und Erde geliebt. Von demjenigen, dem alles untertan ist. Von demjenigen, dem alles unterworfen ist. Und mehr noch. In dieser Liebe Gottes sind wir der Herrschaft des Sohnes anvertraut und übergeben. Ja, wir sind praktisch ein Geschenk des Vaters an den Sohn. So heißt es im Johannesevangelium Kapitel 6. Ich will ja nicht einfach etwas behaupten, sondern auch biblisch belegen. Johannes Kapitel 6, ab Vers 38. Ich hatte gesagt, wir sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Da heißt es wie folgt. Johannes Kapitel 6, ab Vers 38. Und da spricht der Herr Jesus selber. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Oha, da muss ich noch einmal zurück. Jungfraugeburt, normale Geburt. Was sagt der Herr Jesus?
denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Wo war der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung? Im Himmel, in der Gestalt Gottes, Gott gleich. Nochmals, wer lehrt, dass Maria keine Jungfrau war, der macht den Herrn Jesus selber zum Lügner. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, was er mir übertragen hat, was er mir anvertraut hat, was er mir geschenkt hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Weihnachten bringen wir doch gerne mit Geschenke in Verbindung. Und Gott hat uns über die Maßen reich beschenkt, indem er uns der Obhut seines Sohnes anvertraut hat. Und etwas Besseres konnte uns wahrlich nicht passieren. In Jesus Christus sind wir Kinder Gottes und haben den heiligen und allmächtigen Schöpfergott zum Vater. Und nicht zuletzt deswegen schrieb Paulus auch den Korinthern, ja, Gott aber sei Dank. Und man merkt so richtig diese Erleichterung, ja, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und in alledem dürfen wir wissen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, die er seinen Kindern gibt. Und wenn Gott sagt, dass jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, ewiges Leben hat, ja, dann trifft das auch zu. Und wenn Gott dir verspricht, dass in Jesus Christus all deine Sünden vergeben sind, ja, dann wird Gott dieses Versprechen auch halten. Gott ist es nämlich nicht egal, was mit dir geschieht, sondern Gott will auch mit dir, Gott will auch mit ihnen zum Ziel kommen. Gott will dein Tröster sein. Gott will sie ermutigen. Gott will, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst. Gott will sie durchtragen. Gott will, dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will in dir stark sein. Gott will dir seinen Frieden schenken. Gott will sich in dir verherrlichen. Und Gott will ihre Freude sein. Gott will, dass du fröhliche Weihnachten feiern kannst, auch wenn deine Umstände alles andere als schön sind. Ja, mag es um dich herum auch noch so finster und trostlos sein. So ist Jesus das Licht in deinem Herzen, was dich erwärmen, ermutigen und erfreuen will. So wie auch eine ehemalige Muslima aus Syrien, die praktisch alles verloren hat, einschließlich ihres Ehemannes, die dann in einem jordanischen Flüchtlingslager zum Glauben an den Herrn Jesus kam, bezeugen durfte. In aller Not, in aller Trübsal bezeugte sie, wir vertrauen auf Gott. Und lassen uns von der Liebe Christi leiten. Und gerade das Weihnachtsfest sollte dazu dienen, dass wir unseren Blick wieder ganz neu ausrichten. Ausrichten hin zu dem, der dir zuliebe Mensch wurde, Jesus Christus. Weihnachten ist wahrlich ein Freudenfest. Jedenfalls für jeden, der diese Blickrichtung hat. Wir dürfen und wir sollen fröhlich sein, voller Freude und Dankbarkeit darüber, dass Gott sich derart erniedrigt hat, um zu uns hinabzukommen. Und folglich müssen wir uns dieses Fest auch von niemandem vermiesen lassen. Zumal es doch gar nicht um all diese Äußerlichkeiten geht und doch nicht einmal um das Datum, sondern um das, was es mit der Geburt des Herrn Jesus auf sich hat, und was diese für uns persönlich bedeutet. Und die Bibel, und zwar sowohl das Alte als auch das Neue Testament, es ist voll mit Beispielen darüber, dass Kinder Gottes durchaus fröhlich sein sollen und in der rechten Gesinnung auch feiern dürfen. Aber bei allem Trubel, bei allem Schmuck und allen Geschenken, bei allem guten Essen und edlen Tropfen,
dürfen wir einen natürlich bei alledem nicht vergessen. Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, der kam, um dich zu retten und um dich mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Und so wie der Herr Jesus als Mensch kam, um uns zu erlösen, um uns ewiges Leben zu schenken, ging er in den Tod, um unsere Schuld zu sühnen. Er ist auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmeln, wo er nun zur Rechten seines Vaters sitzt, um sich für uns zu verwenden. Das heißt, der Herr Jesus, er kam nicht nur und ist nach ein paar Jahren wieder klammheimlich verschwunden, sondern er ist auch gegenwärtig für sie da. Jetzt, in diesem Augenblick, wo du vielleicht alleine, einsam und traurig bist. Jetzt, wo dich so manch eine Not plagt und manch eine Ungewissheit nicht ruhen lässt, Gott ist da. Und er ist auch morgen bei ihnen, in der nächsten Woche, im nächsten Jahr, in den dir noch verbleibenden Jahren, bis zu ihrer Begegnung mit ihm in der Herrlichkeit. Und ich will sie abschließend einfach mit dieser Gewissheit ermutigen, dass der Herr Jesus bereit ist. Bereit, sie zu empfangen. Sind auch sie bereit, ihm zu begegnen? Sind auch sie bereit, sich von ihm in Empfang nehmen zu lassen? Und wenn wir heute in den Heiligabend gehen und morgen Weihnachten feiern, dann denken Sie doch daran, dass es an Weihnachten um viel, 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 viel mehr geht, als dass es uns die Welt weismachen will. Es geht um Liebe. Es geht um Freude, es geht um Versöhnung, es geht um Rettung, es geht um Gnade, es geht um Vergebung, es geht um die Ewigkeit, es geht um sie, um dich und um mich. Fröhliche Weihnachten, Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du, denn du führst die dir Vertrauen ein zur selger Ruhe. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir gedenken heute an Heiligabend und dann morgen auch an den Weihnachtstag, gedenken wir an deine Menschwerdung. Wir können gar nicht richtig fassen, was dort einst in Bethlehem vor über 2000 Jahren geschehen ist. Wir können auch nicht fassen, was sich zugetragen hat während deiner Zeit auf Erden bis hin zum Kreuz auf Golgatha. Aber in alledem, wenn wir es auch mit unserem Verstand nicht erfassen können, so aber doch mit unseren Herzen. Und ich kann dir nur von ganzem Herzen Dank sagen. Dank sagen, Herr, dass wir dich haben erkennen dürfen. Als unseren Heiland, als unseren Mensch gewordenen Gott, der uns den Zugang zum himmlischen Vater freigemacht hat durch dein Erlösungswerk. Und ich bitte dich jetzt auch für all diejenigen, die das vielleicht so noch nicht erkannt, noch nicht erfasst oder auch noch nicht persönlich in Anspruch genommen haben. O Herr, schenk Gnade, dass doch auch diese Menschen ihr Herz öffnen, sich beugen vor deiner Allmacht und in aller Demut einfach nur schreien, Herr Jesus, sei meiner Seele gnädig. O Herr, und hab Dank jetzt auch für die Freude, die du uns schenkst, die mit diesem Heils- und Erlösungsplan verbunden ist. Und so bitte ich dich für einen jeden hier unter uns, Herr, wie auch immer die Umstände sein mögen. O Herr, schenk uns, Herr, segensreiche und freudige Weihnachtstage im Aufblick auf dich und was du für uns getan hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen.